will ich sie genießen. Diese unmögliche Situation. Wenn du nichts zu verbergen hast, dann kannst du mir doch erklären, wo die halbleere Champagnerflasche herkommt. Und das nasse Handtuch. Wir gehen jetzt. Du warst in der Wohnung und du warst nicht alleine, ich weiß es. Ich habe ihr Parfum gerochen. Du hast wirklich eine blühende Fantasie. Wenn du wenigstens den Mut hättest, es zuzugeben. Was? Dass du es mit Kathi Neubauer auf unserem Sofa getrieben hast. Eine vollkommen absurde Idee. Ich hätte doch gedacht, dass du ein bisschen mehr Verstand hast. Du machst dich lächerlich. Wer von uns macht sich hier lächerlich? Ich? Oder du? Alter Bock, der sich nicht unter Kontrolle hat. Reiß dich zusammen. Seit 10 Jahren warte ich auf dich. Richte mein gesamtes Leben nach deinen wenigen Freistunden ein. Und jetzt hintergehst du mich mit so einem Flittchen. Ist das der Dank? Du bist verrückt. Allerletzt. Es ist das Beste, wenn du jetzt gehst. Du machst es dir wieder mal sehr einfach. Sinnvoll, dass Bianca wieder bei euch arbeitet? Sie arbeitet wieder bei uns, weil... Jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. Na, weil? Weil es ziemlich schwierig ist, einen Job zu finden, wenn man vorbestraft ist. Ah ja, das ist also der Grund. Außerdem braucht sie ein stabiles Umfeld. Besonders jetzt, wo es ihrer Großmutter schlecht geht. Biancas Großmutter geht's schlecht? Das wusste ich nicht. Was Ernstes? Keine Ahnung. Sie behauptet, es sei der Kreislauf. Bianca befürchtet Schlimmeres. Ich finde auch, dass sie nicht besonders gesund aussieht. Das hast du also gesehen. Warum macht Bianca sich mit Vermutungen verrückt? Sie soll doch einfach mit ihr zum Arzt gehen. Frau Berger will sich partout nicht durchchecken lassen. Kann ich ehrlich gesagt auch verstehen. Wer geht schon gerne zum Arzt? Bedauerlicherweise ist sie in einem Alter, in dem sich das nicht vermeiden lässt. Also. Der Großmutter ist schlecht geworden und du bist jetzt sowas wie Biancas Bewährungshelfer. Bewährungshelfer? Ich will nicht, dass du dir was vormachst, Oliver. Da läuft nichts mehr zwischen uns. Wir berühren uns nicht mal mehr. Macht euch doch beide was vor. Das lass mal meine Sorge sein. Ich muss jetzt los. Ich hab Judith versprochen, sie zur Bank zu bringen. Oliver, schau bloß zu, dass du am Ende nicht 2 Menschen verletzt. Oder vielleicht sogar 3. Ich wollte mich nur einen Augenblick ausruhen. Ich hoffe, du bist wieder fit. Ich wollte dir nämlich helfen, die Adressen der Sponsoren einzutippen. Das ist lieb von dir, aber es ist nicht so eilig. Vorhin hast du es gar nicht erwarten können, mich einzuspannen. Jetzt bin ich aber müde. Na komm, wir machen das ganz schnell. Ich habe totalen Bock drauf. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wolltest im Garten arbeiten. Es war mir plötzlich zu kalt. Zu viel frische Luft eben. Hast du Ärger mit Sven? Nein.
Ich habe ihm den Rechen auf den Fuß geknallt. Ach, Mama, ich kapiere das nicht. Warum ist das alles so kompliziert? Ich versuche nett zu sein. Die nehmen mich einfach nicht für voll. Wer sind denn die? Eddie, Denise, Sven. Dabei gebe ich mir total viel Mühe mit ihm. Und Denise und Eddie. Die behandeln mich, als wäre ich Luft. Ich kapiere das einfach nicht. Soll ich mal mit ihnen reden? Och, bloß nicht. Dann kann ich mich ja überhaupt nicht mehr zu denen hintrauen. Ist es dir denn so wichtig, was die anderen über dich denken? Ich wäre nur einfach gerne mit denen befreundet. Bin ich denn so schrecklich, dass niemand etwas mit mir zu tun haben will? Gegenteil. Vielleicht hast du es nur manchmal zu gut. So wie ich. Weißt du, leider bekommt man im Leben nicht immer alles, was man sich wünscht. Manchmal wird man enttäuscht und kann nichts dagegen tun. Das ist ja schrecklich. Irgendwann lernt man, damit umzugehen. Ist wirklich alles okay, Mami? Ja, alles in bester Ordnung. War dein Vater eigentlich schon immer so? So was? Also zugeknüpft. Willst du, dass er hier nackt rumrennt? Du bist ja ein Komiker. Nein, ich habe das Gefühl, Privates erzählt Georg immer nur an Weihnachten. Und auch da nur dem Ochsen und dem Esel. Ja. Mit wem ich mich über meine Privatangelegenheiten unterhalte, entscheide zum Glück immer noch ich selbst. In anderer Leuts Privatsphäre einzudringen, scheint ihnen offensichtlich weniger Probleme zu machen. Privatsphäre, die können sie zu Hause haben, so wie ich. Ich denke, du hast zu tun, oder nicht? Zu Befehl! Ist es denn wirklich so schlimm, wenn man mal einen Blick unter ihre harte Schale wirft? Erstens ist meine Schale nicht der Haupt. Und zweitens ist eine Schale immer dazu da, das Innere zu schützen. Ach, wie ist denn Ihr Inneres? Haben Sie einen harten oder einen weichen Kern? Danach müssen Sie mich ein andermal fragen. Zum Beispiel an Weihnachten. Worauf Sie sich verlassen können. Willst du auch was? Jetzt nicht, danke. Du wolltest mir noch ausführlich vom Empfang bei Ulrichs erzählen. Da gibt's nichts zu erzählen, die reine Routine. Wer war alles da? Die üblichen Verdächtigen. Fierschroth, Heise, Dr. Frisch. Und Kathi. Kathi hat ihre Sache sehr gut gemacht. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Du hast einen guten Fang mit ihr gemacht. Ja. Unter all den langweiligen Ehefrauen sticht sie ziemlich hervor, nicht wahr? Sie hat eine tolle Art, offen auf Menschen zuzugehen. Ja, vor allem auf Männer. Da seid ihr ja. Pascal, du kommst wie gerufen. Ich muss zurück in die Bank. Vielleicht könntest du Ariane Gesellschaft leisten. Mit dem allergrößten Vergnügen. Ihr braucht euch nicht um mich zu kümmern. Ich komme schon alleine zurecht. Das bezweifle ich ja gar nicht. Trotzdem würde es mir Freude bereiten, mit dir hier zu sitzen, zu plaudern, den Blick zu genießen. So, dann lasse ich euch beide jetzt allein. Ich hoffe, ich habe euch nicht bei etwas Wichtigem unterbrochen. Er hat es plötzlich so eilig? Er hat es immer eilig, wenn ihm etwas unangenehm ist. Aha. Darf ich fragen, worum es ging? Es ging um Kathi, meine Assistentin. Sie scheint bei deinen Projekten ja eine ziemlich große Rolle zu spielen. Ich weiß nicht, was ich ohne sie machen würde. Darf ich dir einen Rat geben? Nur zu. Du hast es nicht nötig, dich von irgendjemandem abhängig zu machen. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Ich möchte mit dir reden. Wenn's sein muss, fass dich aber kurz. Schmolzst du immer noch? Ich? Wieso sollte ich?
Ich wollte dir sagen, das mit den Jungs. Das geht mich nichts an, Sven. Da ist nichts gelaufen. Wir waren mit Eddie unterwegs und hatten einfach einen schönen Abend. Du musst dich nicht rechtfertigen. Was du in deiner Freizeit machst, ist mir vollkommen egal. Komm, sei doch ehrlich. Na klar macht es dir was aus. Macht es nicht. Und warum hast du mir dann so den Rechner geknallt? Ach, tu mir einen Gefallen, Sven. Lass mich einfach in Ruhe. Wieso musst du eigentlich immer gleich so zickig sein? Der Abend war nicht geplant. Er hat sich einfach so ergeben. Ich verstehe nur nicht, warum letztendlich ich immer diejenige bin, die außen vor bleibt. Na dann eben nicht. Ich hab's versucht. Was gibt's? Ich wollte dir nur mitteilen, dass Dyla deine Einladung zum Essen angenommen hat. Das ist doch endlich mal eine gute Nachricht. Sehr gut. Es wäre doch gelacht, wenn wir ihn nicht umstimmen könnten. Er wird bei der Wellinghoff Bank bleiben. Wie hattest du dir das Essen denn vorgestellt? So intim wie möglich. Dyla soll merken, dass wir uns persönlich für ihn ins Zeug legen. Und welche Aufgabe soll ich dabei übernehmen? Ehrlich gesagt, keine. Er muss spüren, dass wir uns als Familie um ihn kümmern. Das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Und dass er einen besonderen Stellenwert für uns hat. Welchen Stellenwert habe ich? Für Dyla oder für die Bank? Für dich. Daran hat sich nichts geändert. Warum fragst du? Machst du dir um deine Bedeutung Sorgen? Ich will nicht eines Tages aufwachen und feststellen, dass ich durch jemand anderen ersetzt worden bin. Wer könnte dich schon ersetzen? Kathi Neubauer zum Beispiel. Du hast es dir richtig in den Kopf gesetzt, nicht wahr? Dass Kathi Neubauer eine Gefahr für dich ist. Ist dies denn nicht? Du scheinst es jedenfalls zu glauben. Da könnte ich jetzt sagen, was ich will, oder? Ich habe eine halbleere Flasche Champagner in meiner Wohnung gefunden. Ich habe diese Flasche weder getrunken noch geöffnet. Und daraus folgt, jemand anderes war in meiner Wohnung und hat eine halbe Flasche Champagner geleert. An deiner Stelle würde ich mich hüten, jemanden ohne Grund und Anhaltspunkt zu verdächtigen. Anhaltspunkte gibt es genug. Frag doch lieber mal deine Putzfrau, ob sie sich nicht vielleicht manchmal aus deiner Bar bedient. Den Teufel werde ich tun. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen? Ich habe zu tun. Du musst was essen. Ich habe wirklich keinen Appetit. Schmeckt's dir nicht? Was du kochst, schmeckt mir doch immer, das weißt du. Aber mir ist ein bisschen flau im Magen. Hallo. Hallo. Ich kann es euch nicht vorstellen. In der Stadt war die Hölle los. Überall Gerangel und Gedränge, als wenn es morgen nichts mehr zu kaufen gibt. Hast du Hunger? Ich habe was gekocht. Nee, danke. Vielleicht später. Oh, jetzt ist mal eine Pause. Bin total erledigt. Ich kann aber eine Fußmassage gut gebrauchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Essen heute nicht so richtig gut kommt. Doch, doch, das schmeckt wunderbar. Ja, das sehe ich. Was ist denn los? Hm? Wo liegt das Problem? Ich habe einfach keinen Appetit. Das ist doch kein Grund zur Sorge. Warst du denn jetzt mal endlich beim Arzt? Natürlich nicht. Also danke. Ich kann sehr gut alleine für mich antworten. Nein, natürlich nicht. Ich brauche keinen Arzt. Mir war nur ein bisschen schwindelig. Berger? Hallo, Frau Wellinghoff. Ja, ich gebe es Ihnen. Ariane, wie geht es dir? Gut.